Mit immer größer werdender Erwartung und Neugier schaut Stuttgart auf die Baustelle für den neuen Durchgangsbahnhof. Vor 6,5 Jahren hat die Deutsche Bahn den Grundstein für dieses weltweit einmalige Gebäude gelegt. Heute geht es in Riesenschritten auf die Fertigstellung des Rohbaus zu. Im Tunnel Nordkopf liegen bereits die Gleise. Hinter dem Monatsbau wird in den nächsten Monaten die letzte Kechstütze betoniert. Und im Bereich Schlossgarten ist der Fortschritt so weit, dass Baugerät abgezogen werden kann. Heute wird der erste der großen Kräne in der künftigen Bahnsteighalle abgebaut. In der Bahnsteighalle stehen 5 Kräne, für die Baulogistik sind sie unverzichtbar. Dieses Kranballett ist genau orchestriert. Schon in der Baustelleneinrichtungsplanung werden die Kranstellplätze und die Kranhöhen festgelegt. Die Schwenkbereiche der Kräne überschneiden sich, die Höhe benachbarter Kräne unterscheidet sich aus Sicherheitsgründen um mindestens 6 Meter. Viele der Kräne der Bahnsteighalle sind auf Kranankern gegründet, die bereits beim Bau der Bodenplatte vorgesehen wurden. Unser Kran steht auf einem Fundamentkreuz, das zur Stabilisierung mit Betonfertigteilen belastet wurde. Die Bahnsteighalle ist bald im Rohbau fertig. Damit auch die letzten Lücken in der Decke betoniert werden können, weichen nach und nach die Kräne. Wie baut man einen Kran ab? Natürlich mit einem weiteren Kran. Also, mein Name ist Christoph Kopp, Firma Scholp. Da arbeite ich seit 2017, bin dort Projekt- und Niederlassungsleiter. Und heute haben wir uns hier getroffen, in schönem Regenwetter, mit unserem Liebherr 1350, ein 350-Tonnen-Kran in der 6-Achs-Klasse. Und wir demontieren den Baukran Nummer 17 heute hier am Hauptbahnhof. Mit einem Kran mit Abspannung und 120 Tonnen Ballast. Das ist die Konfiguration für heute. Also wir sind heute Morgen um 6 Uhr mit dem Konvoi hier angekommen, mit unseren Begleitfahrzeugen, sind dann hier reingefahren und haben jetzt etwa 2-2,5 Stunden Aufbauzeit, bis wir dann zugbereit sind. Also der Kran hebt im theoretischen Bereich 350 Tonnen. Ja. Zum Fahren hat er einen V8-Motor mit rund 600 PS. Die 6 Achsen sind alle gelenkt, daher ist er auch sehr wendig. Und die Begleitfahrzeuge sind unsere Schwertransporte, die eben dann diese Ballastierung und die Ballastklötze mitbringen. Also wenn das Wetter mitspielt und wir nicht wegen Wind unterbrechen müssen. Regen macht nichts aus, aber wenn wir wegen Wind jetzt unterbrechen müssten, wenn es normal durchläuft, 1,5 Tage, dann sind wir fertig. Wir demontieren heute einen BK 4534, der mit einem 75 Meter Ausleger bestückt ist. Das ist das Maximale, was möglich ist bei diesem Kran. Der Auslieger hat ein Gewicht von 17,1 Tonnen und der Gegenausleger hat ein Gewicht von 11,8 Tonnen. Ich bin der René Gensler, ich bin Maschinenbauingenieur bei der Strabag BMTI. Ich kümmere mich da um die Planung der Montagen und Demontagen von den Baukranen. Und da bin ich dafür zuständig, dass eben die ganzen Montagen und Demontagen so reibungslos verlaufen, dass es zu keinen Zeitverzögerungen kommt und so, dass wir jeden Tag im Grunde eine Demontage oder Montage schaffen. Also hinter mir kann man jetzt den 350 Tonnen Mobilkran sehen mit einer Y-Abspannung. Und die Besonderheit daran ist, dass wir eine große Ausladung haben. Das bedeutet, der Turmdrehkran und der Mobilkran befinden sich ungefähr in einem Abstand von 40 Metern. Und um die Traglasten des Mobilkrans zu erhöhen, braucht der Mobilkran diese Y-Abspannung. In luftiger Höhe beginnen die Monteure damit, die Gewichtssteine aus dem Gegenausleger zu nehmen.
Mit dem Mobilkran werden sie zunächst auf dem Dach der Bahnsteighalle abgelegt. Der Mobilkran lässt seine Haken über der Mitte des Auslegers schweben, sodass die Monteure ihn greifen können. Sie befestigen die Haken an den Anhängepunkten und ziehen sich zum Turm zurück. Dann werden die großen Bolzen gelöst, die den Ausleger mit dem Rest des Turmkrans verbinden. Der Mobilkran hebt den Ausleger vorsichtig an. Sobald er in der Schwebe ist, richtet der Monteur den Gegenausleger so aus, dass die beiden nun separaten Kranteile nicht kollidieren können. Die Besonderheit bei der Ablage von dem Ausleger bei Stuttgart 21 ist, dass wir natürlich aufpassen müssen, weil wir den Ausleger auf der Decke ablegen. Und da müssen wir die Last verteilen, da der Ausleger wie gesagt 17,1 Tonnen hat. Und dann können wir den nicht nur an zwei Punkten auflagern, sondern wir haben uns dafür entschieden, den Ausleger auf drei Auflagerpunkte zu setzen, um eben die Last dementsprechend zu verteilen. Eine Besonderheit ist für heute vor allem, dass ein Teil des Krans, vor allem der Unterbau, noch in der Bahnsteighalle sich befindet. Und der Kranfahrer hat dabei natürlich die Problematik, dass er diesen Bereich überhaupt nicht einsehen kann. Was für ihn bedeutet, er muss sich komplett auf die Funksprüche unserer Monteure verlassen können. Und da ist ein besonderes Fingerspitzengefühl gefragt. Dem größten Respekt gebührt dann natürlich unseren Monteuren, weil die absolut in jeder Wetterlage draußen vor Ort sind. Egal ob sehr heiß, sehr kalt, minus 10 Grad, die Jungs stehen jeden Tag auf dem Kran und das 50 Wochen im Jahr. In großen Schritten geht Stuttgart 21 auf die Inbetriebnahme zu. Diese große Baustelle, die die Stuttgarter schon viele Jahre begleitet, befindet sich allmählich auf dem Rückzug. Die lang ersehnte Wiederkehr des Parks am Bonatzbau rückt damit wieder ein Stückchen näher.